Hallo Leute, ich bin euer Charlie. Ich befinde mich hier im Damloser Wald, das ist in Ostholstein. Und ich wollte hier mal nach Pilzen gucken. Hier waren wir immer schon erfolgreich. Ich habe ja auch ein paar Filme gedreht schon. Und es ist ja so ein richtiger Urwald. Und wir werden ganz, ganz viele verschiedene Arten sehen. Ja, ungenießbare, essbare, alles durcheinander. Aber viel mehr Arten als zum Beispiel bei uns im Sauerland wachsen. Ja, ich nehme euch wieder mit. Wünsche uns Trüff, Trüff. Und dann sage ich mal, viel Spaß mit diesem Film. So, hier wachsen jede Menge Schwefelköpfe. Dann soll man sich das mal angucken. Der ganze Baum ist voll. Geh mal näher dran. Guckt euch das mal an. Ja, sind alles grünblättrige. Ja, da kann man nichts von mitnehmen. Die Kamera nimmt es auch wieder nicht so gut auf, aber glaubt es mir, sie sind grünblättrig. Ja, allein die Massen hier, das sind Glimmertintlinge. Ja, das ist ein ziemlich seltener Pilz, ein sogenannter Spechtintling. Der hat also diese komische braun, dunkelbraune Huthaut mit diesen Flecken drauf. Ja, hier Knoblauchschwindlinge. Das ist ein ganz hervorragender Würzpilz. Ja, und hier haben wir schon Birkenpilz. Mal gucken. Ja, war die Schnecke dran, aber ist noch gut, der Pilz. Na, hinten wachsen noch mehr. Ja, hier auch Schwefelköpfe, diesmal der Ziegelrote. Wunderbar in der Farbe zu erkennen. Ja, man zertritt hier immer Knoblauchschwindlinge und die Folge davon ist, dass es hier ganz so nach Knobi stinkt, duftet, Entschuldigung, duftet. Es duftet. Ja, hier wächst ein zitronengelber Knollenblätterpilz, Amanita citrina. Trameten an einen Baum stoken. Ja, ein Goldröhrling gerade gefunden. Der stand aber so im Gras, dass man den kaum gesehen hat. Ja, hier steht ein wunderbarer Steinpilz. Guckt euch an. Aber da ist noch gar nichts. Der hier vorne ist Koll. Guckt euch den mal an. Darauf sind wir hinaus, auf Steinpilze. Aber wir nehmen auch andere. Ja, früher ein Speisepilz, ja sogar ein Marktpilz, Nebelkappen. Hier stehen ein paar Rotkappen, gehören zu den Raufüßen, sind ganz hervorragende Speisepilze. Die wandern in den Korb. Als Herbstboten der erste Hallimarsch. Aber wie es meine Art ist, ich lasse diesen Giftpilz hier. Für mich ist das ein Giftpilz.
Ja, das sind Flaschenbowiste. Jung. Ja, hier stehen auch noch ein paar Steinpilze. Amanita muscaria. Einer der schönsten Pilze unserer Wälder. Ja, diese stacheligen Gesellen sind Stachelboviste. Ein wunderschöner Pilz. Na, hast du schon Trüffel gefunden? Hier, das ist ein Rotfüßchen und das sieht noch ganz gut aus. So, hier steht ein Steinpilz, der sieht aus wie gemalt. Ja, Freunde, hat sich mal wieder gelohnt. Wir waren nur ganz kurz im Wald, aber der Korb ist voll. Das heißt, wir haben genug und wir sammeln nicht mehr als genug. Maronen, Rotkappen, Steinpilze, ja, was wünscht man sich mehr? Und Birkenpilze, ja, Birken haben wir ja auch. Ja, und wir haben jede Menge Pilze gefunden. Ja, auch nicht alle genießbare, aber ich konnte auch einige zeigen, was hier so im Dammloser Wald alles so wächst. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film. Seid dabei das nächste Mal und ich verabschiede mich mit einem freundlichen Trüff, Trüff.